Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr alle da seid und vielen Dank fürs Feedback zu meinem ersten Video. Ich will jetzt ein bisschen regelmäßiger Content releasen und ich glaube, ich mache jetzt einfach so, dass ich nie im Urlaub mal so ein bisschen mitfilme. Wir sind unterwegs wieder, ihr seht's, in der Schweiz und wir sind hier in so einem geilen Schloss. Sieht richtig stabil aus, direkt hier an so einem See. Ich habe keine Ahnung, wie der See heißt. Ich werde jetzt nachher mal einen Kellner fragen, wie der heißt. Ich habe übrigens einen Kellner gefragt und es handelt sich hierbei um den Vierwaldstätter See. Jetzt bin ich gebildet. Und mach ein bisschen Urlaub mit meiner Freundin. Ist gerade sehr busy da, wie ihr seht. Ich gehe mal rüber. Da ist sie. Und ja, wir checken mal ein bisschen die Gegend ab. So, hier sehen wir den Whirlpool. Das ist ganz wichtig, das Mindset auch. Das sehen wir. Jawohl. Gehen wir mal hier runter. Hier unten haben wir jetzt den Spa-Bereich. Das ist sehr, sehr geil. Hier gibt es so ein schönes Aquarium. Denn wenn man ja schon Spa macht, dann muss es auch richtig entspannt sein. Und da muss man sich auch ein bisschen fühlen wie Ariel, die Meerjungfrau, sonst ist das alles. Sonst ist das ja nichts. So, dann haben wir hier noch eine schöne Chill-Area. Mit so heißen Liegen kann man sich drauflegen, dann werden die heiß. Habe ich nicht gemacht, weil kein Bock. Aber sicher auch nicht schlecht. Hier ist ein geiles Dampfbad. Wichtig und richtig. Aber was richtig geil ist, wie so eine Sonnenwiese. Ja, nicht so wie ihr die Sonnenwiesen kennt. Aus dem Studium, als Student, ne? Wo man auf einer Wiese liegt und sich sonnt, sondern hier hat man einen Raum, der die Sonne imitiert. Da wird man dann auch von drin die Sonne genießen kann. Aber das kommt der beste Raum. Den finde ich richtig gut. Die sogenannte Eisgrotte. Ja. Das ist ein cooler Raum. Weil hier ist jetzt überall Eis. Ein bisschen Eis. Wenn man seine. Auch ideal, wenn man seine Uhr iced out haben will. Kann man die alle da reinstecken. Dann ist sie praktisch iced out. Okay, das war nicht so witzig, aber. Also, hier geht man dann rein, wenn man ein bisschen abkühlen möchte. Also, das ist halt ganz cool, das macht Spaß beiseite. Wenn man im Urlaub ist, auch mal sich ein bisschen entspannen kann. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ich bin nicht so der Action-Urlauber, auch wenn es vielleicht anders aussieht. Wenn ich in Dubai da Quad fahren gehe oder in die Wüste oder wenn wir Helikopter fliegen gehen und so. Aber ich meine, Helikopter fliegen, da sitzt du eigentlich auch nur da, machst ja nichts, außer die Aussicht zu genießen. Deswegen bin auch immer, da ich ja sowieso viel arbeite, der Meinung, man sollte sich ein bisschen Entspannung gönnen und das machen wir natürlich hier auch. Und ja, deswegen haben wir das Hotel hier ausgewählt. Also was heißt wir? Eigentlich hat das die Feli ausgewählt. Die ist nämlich die Expertin im Hotel auswählen. Ich habe ja gar keinen Plan davon. Aber ich bin da natürlich immer am Start. Was sind euer Lieblingshotel überhaupt? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr eine Empfehlung. Dann fahren wir mal dahin. Übrigens, das ist jetzt natürlich keine Werbung, weil ich brauche das Geld nicht von irgendwem, um hier Urlaub machen zu können. Und was ich schon gar nicht brauche, sind irgendwelche kostenlosen Hotelzimmer. Da bezahlen wir einfach für. Weil da sind wir auch keinem was schuldig. Wenn es uns nicht gefällt, kann ich nämlich auch gerne haten. Hier haben wir auch ein richtig geiles Tauchbecken. Da war ich eben drin. Deswegen sind meine Haare auch sehr besonders schön heute. Hat irgendwie, keine Ahnung, 14 Grad oder so. Ich weiß es nicht genau. Steht leider nicht dabei. Bisschen enttäuschend, aber naja, gibt Schlimmeres, ne? Was auch ganz cool ist an dem Hotel. Hier haben wir jetzt so ein Chill Area. Das kann man auch aufmachen, das Fenster. Beziehungsweise ist er sogar offen. Man kann dann da chillen. Aber was halt geil ist, ist halt dieses Gebäude. Ist halt fett, ne? Sieht schon cool aus. Da fühlt man sich dann auch ein bisschen majestätischer, was auch sehr wichtig ist, wenn man im Urlaub ist. Aber das Coole ist, man hat hier so eine Insel mit so einer Rutsche drauf. Das ist natürlich geil. Da müsste man da drüber schwimmen, um dann da runter zu rutschen. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf, aber ist schon ein nettes Angebot vom Hotel, dass man so eine Rutsche hat. Naja, so, ich gehe jetzt mal wieder hoch. Hatte eben auch einen kurzen Zoom-Call gehabt mit Raoul und Andreas. Und das war mein einziger Termin heute. Weil ein bisschen arbeiten muss man ja immer. Das ist ganz wichtig für den Erfolg, dass man konsistent immer ein bisschen was macht. Deswegen habe ich dann natürlich gerne einen Call gemacht mit dem Andreas und dem Raoul. So, aber kommen wir ein bisschen zu einem inhaltsmäßigen Part. Und zwar, ich werde noch ein bisschen weiter filmen, was wir noch machen werden heute. Ich gehe auf jeden Fall noch trainieren und heute Abend gehen wir was Leckeres essen. Hier bei so einem, bei dem Grillrestaurant hier vorne. Hinter diesem Busch. Falls ihr euch immer mal gefragt habt, was hinter dem Busch lauert. Ein Grillrestaurant. Und irgendeine Fähre. Ja, was passiert? Gestern um 14 Uhr habe ich mein Handy aufgemacht, mein Instagram-Account war weg und habe mich natürlich nicht geschockt, weil ich wusste, ich kriege ihn sowieso wieder zurück. Also haben wir mit Instagram
gesprochen und den Account wieder zurückgeholt heute. Und das ist mir aufgefallen, ey, das hätte bestimmt voll viele richtig nervös gemacht und wäre richtig schlimm gewesen. Und natürlich verdiene ich auch sehr, sehr viel Geld über meinen Instagram-Account, ja, auch vollkommen klar. Aber mir ist aufgefallen, voll krass, dass ich eigentlich total ruhig geblieben bin und voll entspannt war. Obwohl ja eigentlich wirklich da Millionen von Euros schon drüber gelaufen sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding, wenn man ein Business führt, dass man einfach entspannt bleibt in brenzligen Situationen, wo man erstmal denkt, oh Gott, nein, das ist alles ganz schlimm und man muss sofort irgendwie eine Lösung finden, aber es hat geklappt. Ruhig geblieben, entspannt geblieben, weil da kann man auch viel klarer denken und das ist ein wichtiges Learning, denke ich, für viele da draußen, dass das einfach beachtet und man sich da keine Sorgen macht bei sowas, ja. Das ist ja nur ein Instagram-Account. Kann man wieder einen neuen aufbauen, notfalls. Ich bin ja Gott sei Dank kein Influencer und davon jetzt hundertprozentig abhängig. Auch wenn es natürlich viel Umsatz bringt und ja, hilft. Anderes geiler Punkt, wir haben heute schon über 100.000 Euro Umsatz gemacht. Ich weiß nicht genau wie viel, ich glaube 107 oder so. Und wir haben jetzt erst 16 Uhr, also da geht auf jeden Fall noch einiges heute. Ich denke mal 200 oder so oder ein bisschen drunter, ein bisschen drüber wird es dann am Ende des Tages werden. Und ja, habe heute eigentlich, wie gesagt, nur einen Termin gehabt, und zwar eben dieses Meeting im Zoom mit dem Raoul und Andreas, wobei das dann weniger Arbeit ist als Vergnügen teil eigentlich schon. Und das ist halt alles nur möglich wegen unserem Unternehmen, was wir aufgebaut haben, wegen den Systemen, die dahinter bestehen. Und wenn du selbst auch da irgendwie Hilfe brauchst, ja, dein Geschäft so aufzubauen, dass das Ganze auch läuft, während du im Urlaub bist, dann gerne www.andreasbaulig.de eintragen für ein Gespräch. Wir können dir da auf jeden Fall weiterhelfen. Aber es ist halt sehr, sehr wichtig. Weil, warum sind wir wieder hier im Urlaub? Ja, ich habe sehr, sehr viele, natürlich, ich mache extrem viel Urlaub und für viele sieht es auch so aus, als wären wir ständig im Urlaub und de facto sind wir auch ständig im Urlaub. Ich habe letztens mal mit meiner Freundin gezählt. Ich glaube, wir waren, seit ich sie kenne, zusammen schon 16 Mal im Urlaub. Und das ist jetzt seit Mitte 2020, also ungefähr. Also eigentlich ungefähr seit knapp 2 Jahren kennen wir uns. Und da waren wir 16 Mal irgendwie weg. Also wird es wirklich auch mit dem Ziel, Urlaub zu machen. Und auch an sehr, sehr schönen Orten, schönen Hotels. Ich werde es auch jetzt, wie gesagt, immer mitfilmen. Das heißt, ihr bekommt dann auch mal ein bisschen was mit und seht es dann auch auf diesem Kanal. Und was ist eigentlich der Punkt, worauf ich hinaus wollte? Außer, dass ich sagen wollte, wir machen viel Urlaub. Vielleicht kommt es gleich wieder. Ah ja, der Punkt war, genau, ihr solltet nicht vergessen, dass neben dem ganzen Urlaub ich natürlich auch extrem viel arbeite, weil wir ja rund um die Uhr eigentlich immer dabei sind. Und wenn es auch Notfall geben würde, ja, und es wäre jetzt irgendwas bei uns im Business oder irgendein Kunde hätte ein krasses Problem und benötigt dabei Hilfe, das war auch gestern so, ja, dann setze ich mich auch hin, mache dann einen Zoom-Call oder ein Telefonat und sorge dafür, dass da schnell Abhilfe geleistet wird. Und das war auch zum Beispiel ein Sonntag. Das heißt, es gibt jetzt nicht so diese klassische Trennung, hey, wann machst du was an welchem Tag oder ich arbeite jetzt am Wochenende nicht oder sowas, sondern ich arbeite eigentlich immer, wenn es darauf ankommt, und das solltet ihr auch machen, ja, immer, wenn es notwendig ist, ja, wenn es erforderlich ist, solltest du die Arbeit reinstecken. Und immer, wenn du die Möglichkeit hast, dich zurückzulehnen und zu entspannen, weil du zum Beispiel ein Team hast, weil du Mitarbeiter hast, weil du Kunden hast, die auch logischerweise Ergebnisse sehen mit dem Angebot, was du hast, ja, ganz egal, was du verkaufst, ne, also du verkaufst ja immer irgendeine Dienstleistung oder irgendein Produkt, und wenn deine Kunden happy sind, ja, kannst du dich auch zurücklehnen. Wenn deine Kunden allerdings nicht happy sind und Kundinnen, dann wiederum musst du gucken, dass du das wieder verbesserst, ja, dass du wieder alles in den Griff bekommst. Das ist ganz wichtig. Aber diese ganzen Business-Themen, die sind ja sowieso auch auf unserem anderen Kanal intensiv behandelt. Könnt ihr gerne abchecken, der YouTube-Kanal Andreas Baulig. Da mache ich auch sehr, sehr viele Videos und da reden wir über solche Themen. Ich habe letztens kürzlich auf Instagram ein anderes Thema mal anzuschneiden, darüber gesprochen oder gesagt, hey, das Thema Disziplin ist wichtiger als Motivation. Ja, was meinen wir damit? Naja, es ist halt, wie ich auch eben gesagt habe, so, dass wir jeden Tag ein bisschen machen oder immer, wenn es drauf ankommt, dann auch logischerweise durchziehen und uns zum Kümmern. Ich habe sehr, sehr viele Events am Wochenende. Ich habe 2 Live-Calls die Woche, die ich immer mache. Den Vertriebs-Live-Call und den Geschäftsführer-Live-Call mit unseren Kunden zum Beispiel. Ich habe Kunden, die mal vor Ort sind. Ich habe logischerweise auch Social-Media-Output, den ich kreieren muss und so weiter. Und da hat man natürlich nicht immer 100% Lust drauf. Ja, man ist auch mal ein bisschen müder oder erschöpfter. Aber da kommt dann wieder die Disziplin zu tragen, ja, dass man dann trotzdem durchzieht. Ähnlich wie beim Trainieren. Ja, dann habe ich auch nicht Lust, jede Woche 4-mal zu trainieren. Und bin ich jetzt jedes Mal so freudestrahlend, juhu, ich kann endlich wieder pumpen. Nein, so ist es nicht, sondern da muss man sich auch hochkämpfen und aufhören rumzuheulen und Ausreden zu haben, sondern es einfach mal machen. Und das ist das Wichtigste eigentlich, ja, dass ihr anfangt zu machen, zu handeln. Und um Disziplin zu gewinnen, weil das eben eine Frage war, die bei Instagram mir gestellt wurde in der Q&A, muss ich Folgendes vorstellen. Deswegen immer schön in der Q&A fragen, die ich verarbeite, die Sachen ja dann auch logischerweise wieder weiter. Folgt mir gerne auf Instagram, markus-baulig. Wie ihr eben gehört habt, bin ich wieder da. Nach meiner eintägigen Social-Media-Detox-Phase.
und freiwilliger Natur. Um Disziplin aufzubauen, müsst ihr einfach eure Standards erhöhen. Ja, ich habe halt den Standard, ich sage, okay, ähnlich wie ich einen Standard habe bei einem Hotel, wo ich sage, das Hotel muss Minimum diese Standards erfüllen, sonst habe ich keinen Bock darauf, sonst will ich da gar nicht hin. Genauso müsst ihr auch Standards an euch selbst haben oder an eure Firma oder an Unternehmen haben. Ja, ich habe Standard, dass ich zum Beispiel viermal die Woche trainiere. Und wenn ich trainiere, ist mein Standard, dass ich sage, okay, dann muss ich auch so trainieren, dass ich logischerweise Muskelversagen habe, damit mein Muskel auch wachsen kann. Die Leute, die sich jetzt mit Fitness auskennen, die werden wissen, das ist wichtig, um überhaupt Wachstum zu erzielen. Und wenn ich ein Business mache, dann ist mein Standard eben zu sagen, hey, ich muss jetzt so und so viele Millionen Euro Umsatz im Monat machen, sonst bin ich abgefuckt, ja, jetzt bin ich wütend. Wenn du am Anfang stehst, ja, und du machst noch gar keinen Umsatz, dann solltest du nicht den Standard haben zu sagen, ja, okay, ist jetzt blöd gelaufen, das war's dann. Sondern du solltest den Standard haben, hey, ich will gewisse Ziele erreichen, die setzen, dann auch verfolgen. Und wenn du die nicht erreichst, daran schrauben, dass es besser wird. Ja, das heißt, du kannst nur Disziplin aufbauen, wenn du einen Standard setzt. Wie so eine Art Kennzahl, wo du weißt, okay, ich bin gerade mein Minimum am Leisten, was ich leisten muss. Und wenn ich es nicht geleistet habe, dann darf ich noch keinen Feierabend machen. Dann darf ich noch nicht sagen, okay, ich gehe jetzt heim. Das haben wir am Anfang auch gemacht. Und am Anfang, also wirklich, es war crazy, wie viel wir gearbeitet haben. Abend hat auch einen geilen Vortrag zu gemacht auf YouTube. Mit Bildern von früher, könnt ihr euch gerne ansehen. Abend Veseli einfach eingeben bei Google, bei YouTube. Woher haben die Baulix hier Wissen? Mega geiler Vortrag, dann seht ihr das. Und wir saßen da teilweise bis 21 Uhr, 22 Uhr im Office und haben weiter gecallt, um unser Minimum zu erfüllen, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Ja? Und wenn du keinen Anspruch an dich selbst hast, wer soll sonst einen Anspruch an dich haben? Wird ja keiner kommen und sagen, ey, du musst das jetzt so und so machen. Ich erwarte jetzt von dir, dass du Millionär wirst und ein fettes Business aufbaust. Nein, diesen Anspruch kannst du an dich selbst haben. Niemand anders. Niemand. Und wenn du den selbst nicht hast und nicht intrinsisch in der Lage bist, den zu setzen, dann bist du halt lost und dann wird es auch nichts. Ja? Und dann funktioniert es auch nicht. Das heißt, Motivation ist ja genau das, was ich sage. Da hast du jemand Externes, der dir einmal sagt, hey, du machst das jetzt, komm, gib Gas, der motiviert dich, der klatscht dir Beifall, der steht neben dir beim Training und sagt, komm, du machst jetzt noch eine Wiederholung. Komm schon, Markus. Ja, und dann machst du die Wiederholung. Aber was passiert, wenn dieser Typ dann nicht mehr da ist, der neben dir steht und dich anfeuert? Dann passiert gar nichts. Das ist das Problem. Der Unterschied zwischen Motivation Disziplin. Bei Motivation brauchst du jemand anders, der dir sagt, was du machst. Ja? Oder dann hast du so einen Kick, gehst auf irgendein wackes Seminar von irgendwem, wo dann da, keine Ahnung, hunderte, tausende Leute sind und dann da rumtanzen und tschakka-tschakka und rumhüpfen und bist voll motiviert, kommst montags ins Office, dann hält das genau 5 Tage und dann war's das wieder. Und bei Disziplin ist es so, und dabei helfen wir dir, die aufzubauen, bei unseren Coachings zum Beispiel. Ja, da ist es so, dass du einfach genau weißt, was muss ich am Tag machen, was ist mein Muss quasi, um erfolgreich zu sein. Und dann machst du das einfach. Und dann kann man das Stück für Stück steigern. Und das bedeutet nicht, dass du mehr arbeitest. Offensichtlich bin ich ja weniger am Arbeiten, weil ich verdiene jetzt mehr Geld als damals, wo ich mehr gearbeitet habe. Mehr Geld als je zuvor. Obwohl ich jetzt hier im Bademantel vor dir sitzen kann und dir erkläre, wie das funktioniert. Ja? Und das ist ganz wichtig. Ja? Also kleiner Input hier an diesem Punkt. Und ich nehme euch dann, wie gesagt, später noch ein bisschen mit, was wir noch später so machen. Aber ich will es auch nicht zu viel ins Business abdriften hier. Soll ja immer noch ein Lifestyle-Kanal sein, ne? Hier sieht man auch wieder die Schattenseiten des Hotels. Ja. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Ich sage jetzt nicht, welches Hotel, aber ich war auch mal in Griechenland, in einem richtig geilen Influencer-Hotel auf Mykonos. Und man kennt dieses Hotel immer so von Bildern. Das sieht so richtig geil aus, als wäre das so an der Klippe. Und einfach mega geil. Da sind immer die ganzen Influencer, da haben wir auch welche getroffen. Das war richtig witzig, die da irgendwie umsonst waren. Die durften dann einen Tag in irgendeinem Zimmer schlafen und mussten dann wieder das Zimmer wechseln und haben dann in einem anderen Hotel gepennt, was dann bezahlt worden ist von diesem Influencer-Hotel. Also Influencer-Hotel hat quasi die Zimmer für ein anderes Hotel bezahlt, weil das günstiger ist. Und das Hotel basiert eigentlich darauf, dass die Leute, die selbst zahlen, und zahlen viel Geld fürs Zimmer, ich weiß nicht, was die Nacht gekostet hat, ist doch egal, auf jeden Fall teuer. Also so Leute wie ich, die sehen das dann auf Instagram, denken, boah geil, lass mal da hin, dann fahren wir da hin. Dann sind wir da und dann sind dann halt die ganzen Influencer da, die schlafen aber nicht da, sondern sind dann nur zu Gast am Pool, um da zu chillen, ganz, ganz funny. Aber, jetzt kommt der Clou, das Hotel, wenn man dann da ist, ich hatte ja eben gesagt, diese Klippe, ne, wie man sieht, das ist einfach so eine riesige Straße direkt davor und dann fährt er bis an den Pool und dann fahren einfach so manchmal so größere Autos vorbei, so LKW-mäßig, also nicht riesengroß, sondern einfach so große Autos, fahren da vorbei und versperren dir einfach die Sicht, wie die dann vorbeifahren. Du siehst es auf keinem einzigen Foto, auf keinem einzigen Video, was ich zu diesem Hotel jemals gesehen habe, siehst du diese Straße irgendwie und dass das direkt an dieser Straße gelegen ist. Das heißt natürlich alles Marketing, ist ja auch valide, ist ja auch in Ordnung. Aber das ist relativ funny. Das ist hier genau das hat mich gerade daran erinnert hier mit diesem komischen, also sieht ja jetzt nicht so schön aus, aber man tut dem Hotel ja gar keinen Abbruch. Das muss ich gerade daran denken, an meinen Mykonos-Urlaub, wo das halt auch so war. Dann haben wir hier so ein schönen Bereich noch. Richtig geil, hier sieht man so einen Bären und einen Bullen. Ja, ich schätze mal wegen Bärenmarkt und Bullenmarkt. Aber
Saison und Rad geraten. Keine Ahnung, was das damit zu tun hat. Zucker brauchen Sie keinen, haben Sie gesagt. Für Sie aber? Ich weiß nicht wieso, aber dieser Keks hier schmeckt brutal. Das ist der beste Keks, den ich jemals gegessen habe, in meinem Kaffee. Coffee is for closers only. Jetzt mal Zeit für eine Runde Sauna. Sauna immer wichtig. Auch hier braucht ihr Standards. Ein bis zweimal die Woche. Sehr gesund, weil wir wollen ja auch gesund sein. Sonst bringt ja das ganze Geld der Welt nichts. Ne? So, und wir haben hier einmal das Sanarium. 60 Grad. Anwendung 15 Minuten, maximal 3 Gänge. Dann das altbekannte Tauchbecken. Und aber auch hier die finnische Sauna. 85 Grad. Maximal 3 Saunagänge. Weil wir ja keine Low-Performer sind, gehen wir natürlich in die finnische Sauna und nicht ins Sanarium. So sieht das aus hier. Stabil. So, jetzt sind wir hier im Hotelzimmer und ich habe eben in der Sauna noch jemanden kennengelernt. Ein Unternehmer aus Mexiko, hat 6000 Mitarbeiter, also eine riesige Firma. Und man lernt halt in solchen Hotels auch immer manchmal interessante Menschen kennen. Das ist auch die Strategie von manchen Leuten sogar, sich immer in so Hotels aufzuhalten, um auch Kunden zu gewinnen. Also auch valide Quelle logischerweise für so das Thema Premium-Kunden. Und ja, ich will mich jetzt umziehen und dann erstmal trainieren gehen. Ich weiß, normalerweise erst trainieren, dann Sauna, aber jetzt kann ich immer alles optimal laufen. Ne? So, hier haben wir jetzt das Gym. Leider nicht so viele Geräte und auch nicht so viel Gewicht. Also damit kann ich ja mal nichts anfangen hier. 10 Kilo. Naja, man muss damit arbeiten, mit dem, was man hat. Ne? So, ich habe erstmal die Rudermaschine benutzt für den Start. Und die heißt euch übrigens wie die Pest. Das gibt nichts Schlimmeres als diese Rudermaschine zum Aufwärmen. Aber da muss man halt durch, ne? Und dann gucke ich mal, wie ich hier weitermache. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie sehr ihr die Rudermaschine mögt. So, Training ist vorbei, ich habe ein bisschen Sonnenbrand und jetzt würde ich sagen, gehen wir was essen. Eli, hast du Hunger? Ja. Dann auf geht's. Ich habe vergessen, dass ich erst meiner Pflicht nachkommen muss und Fotos machen. Hey Schatz. Aber ich bin der beste Fotograf überhaupt mit iPhone. Ich bin wirklich sehr, sehr gut darin, diese Videos zu drehen. Und das alles mit Minimum Aufwand. Ich bin quasi der faulste Influencer von allen. Ich mache einfach eine Story, dann release ich die direkt, ohne zu vergleichen. Da gibt es ja Leute, die müssen das alles 10 Mal aufnehmen und testen, bis sie das dann releasen. Nicht wahr? Da gibt es Menschen. Wer ist denn so? Wer macht sowas? Einfach kein Kartoffelpüree, sondern Kartoffelschaum. Es ist einfach Schaum. Wahnsinn. Oder Schatz? Es ist einfach Kartoffelschaum. Mega. Komm rein in die Masse. Ich kann aufgrund meiner Fitness-Influencer-Aktivitäten leider natürlich kein Dessert essen. Also Essen hier war auf jeden Fall sehr lecker. Steak war top. Perfekt, um Proteine zu saven. Gestern haben wir übrigens ein Gourmet-Restaurant besucht mit dem Michelin-Stern. Können wir auch mal ein bisschen was von einblenden, haben wir auf Video. Das war auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Kann ich empfehlen, wenn ihr mal hier seid und Lust auf ein Gourmet-Restaurant habt, dann gönnt euch. Menü war in 5 Etappen. Die erste Etappe, nee, 5 Etappen waren es, aber die erste Etappe war eine Bonus-Etappe. Und da ging es los, keine Ahnung, was wir da gegessen haben, ich will ja vergessen. Die zweite Etappe habe ich auch vergessen, das war die dritte auch. Und die vierte war Käse. Sehr viel Käse.
Und die fünfte waren irgendwelche Desserts. War sehr wild, war so asiatisch, so im asiatischen Style angehaucht und ja, war geil. Da könnt ihr euch übrigens direkt was fürs Business raus abschneiden. Eine Scheibe, nämlich ein wichtiges Learning, ihr müsst immer overdelivern, immer eine Bonus-Etappe einbauen. Das machen wir auch, weil wenn du bei uns was kaufst, bei Bauli Consulting kriegst du immer mehr, als du eigentlich ja, gebucht hast. Overdelivern, weil normal sein ist nicht gut genug. Da muss man ein bisschen mehr kommen. Mein Urlaub ist vorbei und Alex hat gesagt, ich habe kein Call to Action gemacht. Deswegen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann... Abonnier diesen Kanal. Abonnier diesen Kanal, jawohl.